Berlin, Tag und Nacht, Vorschau, Krankenhausdrama um Emmy. Lynn blickt voller Vorfreude auf ihren 18. Geburtstag. Doch ihr Ehrentag beginnt gleich mit einer Horrormeldung, denn Emmy muss ins Krankenhaus. Als Lynn dort bei Krätze aufschlägt, ist sie über den Zustand ihrer Freundin entsetzt. Eigentlich will sie Krätze dort nicht alleine zurücklassen, aber der schickt die besorgte Lynn wieder weg. Er findet, dass sie wenigstens ein bisschen was von ihrem Geburtstag haben sollte. Sie zieht sich allerdings auf das Hausboot zurück, weil sie unter diesen Umständen auf gar keinen Fall feiern will. Es kommt zum Kuss. Umso überraschter ist sie, als Jonas sie völlig unerwartet mit einem selbstgebackenen Kuchen besucht. Das Gebäck entpuppt sich zwar als der womöglich schlechteste Kuchen der Welt, doch Lynn ist Jonas trotzdem unfassbar dankbar dafür, dass er an sie gedacht und sie abgelenkt hat. Ihre Gefühle entladen sich schließlich in einem Kuss.